So, meine Lieben, ich bin jetzt auf dem Weg zum Friseur. Und weil ich meine Bestellung beziehungsweise diese Woche bei Food Assembly vergessen habe zu tätigen, werde ich jetzt noch auf den Maybachufer fahren, also auf den Markt zum Maybachufer. Da gibt es nämlich relativ günstiges Obst und Gemüse. Und der Friseur ist da nämlich in der Nähe. Und deswegen werde ich das machen. Das ist ganz praktisch. Und ich hoffe, da bekomme ich einiges. Und genau, das ist der Plan. Und das ist allerdings nicht so viel Bio, was es da gibt, aber das ist jetzt erstmal egal. Hauptsächlich bekommen Obst und Gemüse, weil ich habe gar nichts mehr zu Hause und konnte heute Morgen gar nichts mehr wirklich was machen. Und genau, jetzt fahre ich aber erstmal zum Friseur und lasse mir die Haare schneiden, weil die sind schon wieder viel zu lange. Und dann geht's weiter. Ich war jetzt beim Friseur und jetzt geht's noch zum Maybachufer und mal gucken, was es da für Gemüse gibt, was ich so gebrauchen kann. Und genau, bis gleich. Und ich habe eine Melone gekauft und ich hatte die in der Plastiktüte, weil ich irgendwie nicht mehr dran gedacht habe, dass ich eigentlich auch einen Stoffbeutel dabei hatte. Ja, später dann habe ich es umgepackt und da sind mir beide Griffe gerissen, sodass dass die Melone mir auf den Boden gefallen ist. Und ich glaube, die ist ein bisschen zertrümmert worden, aber die ist noch ganz und ich esse sie ja eh demnächst. Deswegen ist es schon okay. Aber das war eine turbulente Fahrt. Ich bin also auch ein bisschen fertig, weil ich weil ich jetzt gerade so einen Berg hochgefahren bin und da ein bisschen hochgedüst bin. Und es war ein bisschen anstrengend gerade. Aber jetzt bin ich zu Hause und ich zeige euch gleich, was ich alles gekauft habe und was ich ausgegeben habe. Das ist jetzt die ganze Ausbeute und ich bin wirklich überrascht, weil ich hatte das Gefühl, dass ich war da früher schon öfters mal und habe da irgendwie nie so viel, irgendwie gutes Zeug gefunden, beziehungsweise war das irgendwie teuer. Aber ich habe jetzt dem alles nochmal einen Versuch gegeben, weil irgendwie ganz viele YouTuber aus Berlin immer auf dem Maybachufermarkt sind. Und dann dachte ich mir, dann fährst du jetzt auch mal hin und heute hatte ich auch die Zeit und es war zufällig Dienstag. Ja, und ich jetzt zeige euch besser mal gesagt, was ich alles gekauft habe. Ich fange hier mal an. Gelbe Beete, ich bin ganz, ganz begeistert von Gelbe Beete. Ich mag die ganz dolle gern. Da habe ich jetzt für, ich weiß gar nicht, was hat die gekostet. Ich habe da nicht ein bisschen mehr gekauft bei dem Stand. Das war rote Beete, beziehungsweise gelbe Beete, gelbe Zucchini, diese roten Schalotten und... Ja, das war's. Und dafür habe ich 4,50 gezahlt. Und das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück. Und ich mag die super gerne in Smoothies und mache die auch ganz gerne mit so gelben Sachen zusammen. Auch ich hatte mal Möhrensaft und das war richtig lecker. Und vermixe die eigentlich. Ich esse die eigentlich immer nur in Smoothies. Aber da sind sie recht gut und ich finde sie auch besser. Also, was heißt, ich mag rote Beete fast noch lieber, aber es ist mal was anderes, genau. Und dann habe ich hier Bio-Bananen bekommen und das ist natürlich saugeil. Also, wirklich richtig toll. Bio-Bananen. Ich habe extra gesagt, ich will so ein paar mit Punkten. Die hat er mir jetzt ohne Punkte gegeben, aber ist okay, dann können die noch ein bisschen reifen. Und er hat mir noch solche geschenkt, die sind ein bisschen oll, aber die sind ja schon ein bisschen zerdetscht jetzt, gerade durch die Fahrt auch, weil ich mit dem Rad unterwegs war. Aber die werde ich mir jetzt gleich mixen, die hat er mir einfach dazu getan. Und für diese ganzen Bananen plus die, wobei die ja geschenkt waren, habe ich 1 Euro gezahlt und es ist wirklich, also es ist mega günstig, das sind ja über 2 Kilo gewesen. Und in Bio-Qualität, da kann man halt wirklich nichts sagen. Da habe ich noch Brombeeren gekauft. Die habe ich zusammen mit der Wassermelone gekauft und 2 Euro gezahlt. Also die Melone 1 Euro, die Brombeeren 1 Euro. Und die Melone ist ja, die ist mir runtergefallen, weil die Tüte gerissen ist. Und man sieht hier, ist die ein bisschen aufgegangen, aber wirklich nicht schlimm. Ich werde die ja eh essen und dann macht es nichts.
Und das sind Pfirsiche, Bergpfirsiche, da habe ich jetzt auch gerade gemerkt, den einen muss ich gleich essen, der ist ein bisschen bei der Fahrt. Ich habe das jetzt auch in meinem Rucksack ein bisschen zusammengestapelt, deswegen ist das ein bisschen zerquetscht worden. Aber der eine, also die sind alle noch gut, aber der eine ist ein bisschen zerdascht worden. Hier, dann merkt man, dass es ein bisschen weich geworden ist. Den werde ich jetzt auch vermixen. Und das ist 1,3 Kilo und ich habe, das habe ich gezahlt, 1 Euro. Ja, genau. Also ich habe jetzt nicht mitgerechnet. Warte, ich rechne mal kurz aus. 2, 4, 8,50 für alles. Also ich kann es auch noch im Ganzen zeigen. Dafür 8,50 und es, bis auf die Bananen ist natürlich nichts Bio, das stimmt, das ist so. Aber ich bin auch Student und ich finde es auch okay, wenn man den Resten, die sozusagen da zweite Wahl oft auch sind, noch eine Chance gibt und die eben, bevor die auf dem Müll landen, dass man sie eben noch für günstiges Geld kauft. Und genau, und ich habe wie gesagt heute, also gestern hätte ich bei Food Assembly bestellen müssen und ich habe es aber nicht mehr geschafft. Und deswegen habe ich jetzt halt so irgendwie ein bisschen was gebraucht und genau, und werde es mal testen und ich wollte dem Maibach-Ufermarkt eh nochmal eine zweite Chance geben und genau, habe das jetzt getan und bin eigentlich ganz zufrieden und gerade mit den Bananen, dieses, also da bin ich wirklich wahnsinnig überrascht und freue mich richtig und werde ein paar jetzt einfrieren, dass ich dann ein Ice Cream machen kann, weil ich habe die letzten Tage immer so rausgeholt aus dem Kühlschrank und nicht gemerkt, dass sie leer sind. Ich hatte heute Morgen nichts mehr und es war sehr, sehr traurig. Und das ist jetzt mein Smoothie geworden und ja, ich bin gespannt, wie er schmeckt. Ich habe ihn noch nicht probiert. Was ist da drin? Da sind jetzt 3 Bananen drin. Ein Bergpfirsich, eine gelbe Beete, eine Limette und da ich hatte noch ein bisschen gefrorene Mango habe ich noch mit rein und ja, ein paar Eiswürfel bzw. Wasser habe ich mit rein. So, das ist der fertige Smoothie, der ist schön gelb geworden durch die gelbe Beete und ja, ich ja, das schmeckt auch sehr gut. Ein bisschen süß durch die 3 Bananen, die schon sehr reif waren. Ich habe noch eine Limette reingemacht, aber die war irgendwie nicht ganz ausreichend, um den sauer zu machen. Aber ist so auch okay. Und ich bin ja immer froh, wenn ein bisschen Gemüse noch dabei ist, was da durch die gelbe Beete ist. Und deswegen bin ich auch ganz... Also das schmeckt auch sehr gut. Und ja, was ich noch sagen wollte... eigentlich, dass ich mich in nächster Zeit wieder mehr melden werde, weil ich jetzt gerade Prüfungen habe und deswegen ist es alles ein bisschen kompliziert, noch die Videos zu schneiden und überhaupt zu machen. Aber das ist aber August wieder vorbei und dann geht es wieder routinierter weiter. Und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, dann macht das, dann verpasst ihr die nächsten Videos auch nicht. Und genau, wenn ihr Gefallen an dem Video habt irgendwie und gerne die öfter sehen wollt, irgendwie so ein bisschen, wenn ich unterwegs bin, dann gebt dem Video einen Daumen hoch. Dann werde ich das öfters machen. Ich werde mir auch noch eine neue Kamera zulegen und dann wird die Qualität sich noch verbessern und ich werde da ein bisschen reinfinden müssen. Das dauert allerdings, weil man ist nicht von heute auf morgen perfekt. Aber genau, ich fange jetzt einfach mal an und dann entwickelt sich das schon und es ist halt auch noch ein bisschen komisch auf der Straße zu gehen und dann zu sprechen und andere Leute und naja, ihr wisst vielleicht oder wenn auch nicht, dann wisst ihr, dass es vielleicht, dass es ein bisschen so komisch sein kann, wenn man da rumläuft und man spricht und so. Nee. Und ansonsten sage ich tschüss und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Ich wurde mal belächelt, als ich mir das gekauft habe als Hausfrau, aber ich stehe dazu.